Willkommen zu einem neuen Video auf dem Smartass-Kanal. Ich bin Jonas und in diesem Video soll es um den schon etwas älteren Philips Hue Smart Plug gehen. Dieser ist ja mittlerweile seit über 2 Jahren im Handel erhältlich und mir ist aufgefallen, dass ich den Smart Plug noch gar nicht vorgestellt habe. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, also eigentlich müsste ich den schon längst vorgestellt haben. Und das werde ich jetzt in diesem Video nachholen und das machen wir natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, also in diesem Video soll es jetzt erstmal um den Smart Plug gehen. Ich möchte euch einfach so ein paar Detailaufnahmen zeigen. Ich möchte euch zeigen, was ist der Smart Plug, wie einfach kann man ihn mit der Philips Hue App verbinden und dann auch steuern und welche Möglichkeiten habt ihr eigentlich mit dem Smart Plug. Fangen wir erstmal mit der Verpackung an, dann erzähle ich noch ein paar Sachen zu den technischen Daten. Also das ist die Vorderseite, wie eben schon gezeigt, dann die Seite. Und hier sieht man ganz gut das Bluetooth und das Zigbee-Logo. Das bedeutet, ihr könnt den Smart Plug natürlich über Zigbee und die Philips Hue Bridge nutzen, anlernen und steuern. Aber natürlich auf der anderen Seite auch über Bluetooth. Bedeutet, Philips Hue hat ja 2 Apps. Einmal die Bluetooth-App, einmal die Zigbee-App. Und über die Bluetooth-App könnt ihr bis zu 10 Produkte von Philips Hue verbinden und steuern. Eignet sich eigentlich überall dort, wo ihr eine kleine Installation wollt. Bedeutet in einem Zimmer oder maximal 2 Zimmern. Denn Bluetooth hat ja nur eine geringe Reichweite. Auf der anderen Seite bei Zigbee könnt ihr bis zu 50 Produkte anlernen und steuern. Das lohnt sich überall dort, wo ihr eine größere Installation wollt und mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten im Gesamten haben möchtet. Also der Smart Plug kann beide, das war wichtig für mich zu erwähnen. Ja, werfen wir einfach mal einen Blick auf den Smart Plug rein. Also die Verpackung ist ja fix geöffnet, Kunststoff ist hier nicht mehr mit dabei. Das finde ich, wie gesagt, immer noch sehr gut von Philips Hue, dass sie das so durchziehen, dass sie sagen, Kunststoffeinleger oder alles Mögliche hier drin ist mittlerweile kunststofffrei. So kommt der Smart Plug dann zu euch nach Hause. Hier ist also noch Papier drum. Und so sieht der Smart Plug dann schon mal im Ganzen aus. Bedeutet, so, und das zeige ich nochmal in einer anderen Kameraperspektive, einfach ein bisschen leichter für mich zu zeigen für euch. Also die Vorderseite, dann ist hier oben der Ein- und Ausschaltknopf. Dieser ist immer überall dort gut, wenn ihr sagt, ihr möchtet den Smart Plug schnell schalten, aber habt ihr das Handy oder das Tablet nicht zur Hand und könnt ihn also auch so schnell und fix per Hand schalten. Dann ist hier nochmal die Angabe 2300 Watt maximal und 10 Ampere Schaltleistung bedeutet, das ist das, was der Smart Plug maximal schalten kann. Sollte sich auf jeden Fall auch einhalten, denn sonst kann es gefährlich werden. Und hier vorne, das zeige ich gleich nochmal, wenn ich das Licht ausgemacht habe. Hier, ich glaube auf der Seite ist das, ist eine kleine LED, die zeigt an, in welchem Zustand sich der Smart Plug befindet. Bedeutet, ist er ein- oder ausgeschaltet, dementsprechend rot oder grün. Das finde ich überall praktisch, wenn ihr sagt, ihr habt den Smart Plug vielleicht in der Kommode oder in einem Sideboard, wisst aber gar nicht so richtig, ob das, was da angeschlossen ist, jetzt ein- und ausgeschaltet ist. Könnt es also über die LED hier vorne ganz gut dann sehen. Ja, und die Rückseite zeigt noch so ein paar technische Daten, also nichts Besonderes. Und das soll es erstmal zu der Detailaufnahme vom Smart Plug sein. Ich stecke ihn jetzt mal in die Steckdosenleiste rein. Bedeutet, um euch zu zeigen, was ihr damit machen könnt. Gehen wir das Szenario einfach mal durch. Ihr habt eine nicht smarte Lampe, wie in diesem Fall. Also das ist jetzt kein Philips Hue Leuchtmittel, sondern eine herkömmliche Filamentlampe von irgendeinem anderen Hersteller, die nicht mit Philips Hue funktioniert. Und die drehe ich jetzt hier in, diesen Lampenfuß rein, E27, und stecke die Lampe in den Smart Plug rein. Und hier vorne, das blende ich mal mit dem Foto ein. Hier vorne ist jetzt auch die LED auf grün, bedeutet die Lampe ist eingeschaltet, obwohl der Smart Plug noch gar nicht angelernt ist. Jetzt könnte ich sagen, ich schalte die Lampe manuell über den Knopf hier vorne ein und aus. Das macht überall Sinn. Ich versuche mal, ob ich das vielleicht irgendwie einfangen kann. Also ich mache das Licht mal aus. Und ich hoffe, wenn ich die Lampe so ein bisschen verdecke oder meinen Arm mal drüber mache, man sieht diese LED hier vorne. Sieht man das? Hier ist jetzt grün, jetzt ist sie rot. Also grün ist natürlich eingeschaltet und rot ist natürlich ausgeschaltet. Und so kann man halt so im schnellen Blick erkennen, ist der Smart Plug ein- oder ausgeschaltet. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, haben natürlich auch andere Hersteller, aber wie gesagt, das ist eine schnelle Identifikation, ob das Produkt, welches eingesteckt ist, ein- und ausgeschaltet ist, wenn es denn keine Lampe ist.
Und wie lernt man den Smart Plug jetzt in der Philips Hue App an und steuert ihn? Das möchte ich euch auch noch zeigen. Dort, ich mache den Screen mal mit an vom Handy, blende euch das vermutlich auf der Seite mit ein, je nachdem, wo ein bisschen mehr Platz ist. Also Aufnahme läuft. Ihr geht in die Hue App rein, sagt über die Einstellung Studio, hier oben auf die drei Punkte, Lampen hinzufügen. Obwohl es jetzt ein Smart Plug ist, also ein Zubehör eigentlich, könnt ihr den Smart Plug auch so hinzufügen. Neue Lampe suchen und dann auf Suchen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Er muss natürlich eingeschaltet sein, dass er sich im Suchmodus befindet. Und warten einfach mal ein paar Sekunden ab, ob die Hue App den Smart Plug jetzt sofort findet. Also jetzt eine gefundene Lampe. Ist also ein bisschen verwirrend, ist ja eigentlich keine Lampe, der Smart Plug, also ein Zubehör. Aber hier wird natürlich angezeigt, eine Lampe gefunden. Konfiguration starten. Smart Plug 1. Ihr seht hier unten, der Smart Plug wird automatisch ausgewählt, das Symbol. Und hinzufügen zu Studio 2. Wenn ich jetzt ganz nach rechts gehe, seht ihr den Smart Plug hier schon mal drin. Und über das Handy kann ich jetzt so ganz gemütlich die Lampe ein- und ausschalten, obwohl es eigentlich gar keine Philips Hue Lampe ist. Und das ist der Hintergrund vom Smart Plug. Bedeutet, über den Smart Plug könnt ihr alles in die Philips Hue App einbinden. Auch nicht nur Lampen, sondern auch andere Sachen, das zeige ich auch gleich nochmal, die ihr über die Hue App schalten wollt. Das hat natürlich den Hintergrund, dass die Hue App Apple HomeKit gesteuert werden kann, dass sie verschiedene Sprachfunktionen nutzen kann, Amazon Alexa oder Google Assistant. Ich hoffe, dass sie jetzt hinter mir nicht angehen und sich melden. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, um die ganzen so ein bisschen kompakt, ein bisschen Smart Home, auch nicht Smart Home fähige Produkte, Smart Home zu machen. Und als Beispiel, ich wurde nämlich neulich gefragt, Jonas, sag mal, ich habe eine Kaffeemaschine, ich möchte diese Smart machen, was empfiehlst du dort? Und da habe ich gesagt, oder habe ich gefragt, kannst du dir vorstellen, vielleicht in Zukunft auch nochmal so ein paar Lampen anzulernen, die auch Smart zu machen? Da hieß die Antwort vielleicht, ja. Und da habe ich gesagt, nimm doch einfach den Smart Plug von Philips Hue. Nutz die Bluetooth-App, wenn das in der Nähe ist. Und da kannst du vom Bett aus deine Kaffeemaschine morgens ein- und ausschalten. Könntest Zeiten hinterlegen, Routinen hinterlegen. Und das eigentlich für relativ preiswertes Geld. Denn der Smart Plug ist, wie angesprochen, bei, ich glaube, 30 Euro UVP. Aktuell für 22 Euro im Angebot. Und so hast du eigentlich ein gutes Produkt, auch selbst nicht smarte Kaffeemaschinen einfach smart zu machen. Was ihr nicht machen könnt, ist die Lampe dimmen. Das funktioniert nicht. Das geht nur mit den ganz alten Living Whites Adaptern, die bei der iOS dabei waren. Aber zum Ein- und Ausschalten funktioniert das natürlich richtig gut. Und jetzt wollte ich noch was anderes zeigen. Also die Lampe habe ich gezeigt. Und jetzt gehen wir nochmal rüber zu einem Ladegerät, Akkuladegerät. Die kann man ja auch einfach smart machen. Bedeutet, man steckt es an. Und wenn man nach Hause kommt oder es aus dem Haus rausgeht, kann man sagen, dann soll es geladen werden für die und die Zeit. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ihr macht es über den Knopf auf den Smart Plug an. Bedeutet, hier ist jetzt auch so eine kleine LED, zeigt an, ob der Akku geladen wird. Oder ihr sagt ganz normal auch hier, ich nehme die Philips Hue App und schalte den Smart Plug ein und aus. Ich hoffe, man sieht die LED und man hört sie auch klicken ganz leicht. Also so könnt ihr zum Beispiel auch ein Akkuladegerät betreiben und wie gesagt auch viele andere Sachen. Wichtig, das ist wirklich ganz wichtig zu sagen, beachtet unbedingt die maximale Schaltleistung oder die maximale Leistung 2300 Watt, 10 Ampere. Denn das kann sonst in die Hose gehen, wenn ihr sagt, ihr schaltet jetzt 3 oder 4000 Watt, weil dann kann der Smart Plug natürlich durchbrennen. Das ist natürlich im Interesse von keinem. Also dort bitte unbedingt darauf achten, dass ihr nur die maximale Schaltleistung nutzt. Was könnte man noch machen? Also, ihr könnt den Smart Plug natürlich auch ein bisschen einstellen noch. Bedeutet, ich gehe auf die Lampen und suche ihn hier mal. Wenn ich ihn finde, hier ist der Smart Plug. Da könnt ihr auch sagen, was soll passieren, wenn der Strom ausgefallen ist. Also einmal Standard ist dann einschalten. Bedeutet, wenn die Sicherung draußen ist oder der Strom mal ganz draußen ausgefallen ist, dann natürlich auch im Haus oder in der Wohnung, könnt ihr sagen, der Smart Plug soll ganz normal eingeschaltet werden. Oder ihr sagt, die letzte Einstellung soll geschaltet werden. Bedeutet, wenn er aus ist, bleibt er natürlich aus. War er an, geht er an. Und das ist ja ein Feature, was Philips Hue ganz gut umgesetzt hat. Was nicht nur bei Lampen geht, geht also auch bei dem Smart Plug. Ja, viel mehr kann man beim Smart Plug nicht machen. Ihr habt keine Energiemessung, das funktioniert leider nicht. Ihr könnt ihn, wie gesagt, nur ein- und ausschalten. Macht natürlich nur bei nicht smarten Lampen Sinn. Bei Lampen, die über die Philips Hue App gesteuert werden können, könnt ihr diese natürlich auch direkt mit der Hue App verbinden und dann steuern. Habt natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten. Ja, was auch so wichtig zu sagen ist, das fällt mir gerade noch ein, ihr könnt natürlich auch Szenen erstellen und sagen, der Smart Plug soll zum Beispiel bei bestimmten Szenen, bei Filmabend angehen.
Oder wenn ihr das Haus verlasst, durch Geofencing könnt ihr sagen, es war einfach so ausgehen. Also das sind alles viele Funktionen, die ebenfalls über den Smartphone funktionieren. Und natürlich Timer und ja, bestimmte Zeiten festlegen, wann es denn geschaltet werden soll, wann nicht. Falls euch dieses Video zu dem Smart Plug gefallen hat, ja, wie gesagt, der ist schon ein bisschen länger auf dem Markt erhältlich, abonniert gerne den Kanal, das würde mich und natürlich auch Malte sehr freuen, da wir die Videos sehr gerne für euch machen, um euch so ein bisschen Einblick in die, in dem Fall, Philips Hue-Welt zu geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns natürlich auch wieder, wie gewohnt, bei dem nächsten Video.